Simone Dahlmann kommt mit ihrem Mandanten, der in der Zwischenzeit das Krankenhaus verlassen durfte, ebenfalls zum Präsidium. Ronny erkennt in den Geschwistern allerdings nicht die Täter, die ihm das Auto gestohlen haben. Tja, der redet nicht. Gucken wir mal weiter. Und seine Schwester sagt auch nichts. Irgendwie will hier niemand mit der Sprache rausrücken. Auch sie nicht. Wie? Was meinen Sie denn? Ich habe Ihnen doch alles gesagt. Und das glaube ich Ihnen eben nicht. Und ehrlich gesagt glaube ich Ihnen die Geschichte mit dem Autoraub auch nicht. Fangen Sie jetzt auch noch so an. Sie sind meine Anwältin und müssen mir helfen. Herr Ballhaus, ich muss überhaupt nichts. Ich finde es nur etwas seltsam, dass Ihnen genau zu der Zeit eine Kugel um die Ohren fliegt, wenn der Supermarkt Ihrer Freundin ausgeraubt wird. Zufälle soll es halt nun mal geben. Oh, ich denke, der Kommissar möchte mit uns reden. Herr Ballhaus, zum letzten Mal, wenn Sie was mit der Sache zu tun haben, dann reden Sie jetzt, bevor die Brenners auspacken. Kommen Sie. Vielen Dank, Frau Dahlmann, dass Sie mich sofort angerufen haben, dass die auf dem Weg ins Krankenhaus sind. So konnten wir die Brenners fassen, bevor irgendwas passiert. Ist das selbstverständlich? Immerhin habe ich damit ja auch meinen Mandanten geschützt. Bis jetzt schweigen Ihre Kumpels. Irgendetwas sagt mir, dass die nichts Gutes wollten, die beiden im Krankenhaus. Aber... Was ja nicht heißen muss, dass mein Mandant etwas mit dem Überfall während des Drehs zu tun hat. Und da sind Sie sich ganz sicher. Allerdings. Ich bin nämlich von der Wohnung meines Mandanten bis zum Tatort der Schießerei gefahren. Und ich habe dafür ganze 25 Minuten gebraucht. Das heißt also, Herr Ballhaus kann gar nicht bei dem Überfall oder der Schießerei dabei gewesen sein. Alle Achtung, Frau Dahlmann. Sie tun wirklich alles für Ihren Mandanten. Also sollte ich irgendwann mal Probleme mit dem Gesetz bekommen, dann wende ich mich ganz bestimmt an Sie. Aber das mit der Fahrzeit, das überprüfe ich doch dann lieber selber. Vielleicht lief ja Ihre Stoppuhr falsch. Und was sagen Sie? Können es Ihre alten Kumpels gewesen sein, die Ihr Auto geraubt haben? Sie kennen sich doch schon lange. Das kann doch alles kein Zufall sein. Was weiß denn ich? Die waren ja maskiert. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, nein. Alten Kumpels leiten doch mal schnell einen Wagen. Ich habe Uwe und Tatjana seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Herr Küpper, bitte, was hat denn die Stimmanalyse ergeben? Mareike Sommers hat angeblich die Stimme nicht erkannt. Höre ich da einen gewissen Unterton? Ja, auf jeden Fall. Ich will ja ganz offen sein, Frau Dahlmann. Ich vermute, dass Ihr Mandant mit seiner Freundin und den Brenners den Überfall durchgezogen hat. So ein Schwachsinn. Mareike und ich haben mit der Sache überhaupt gar nichts zu tun. Vermutungen bringen uns ja jetzt auch nicht weiter. Sie können uns ja gerne wieder vorladen, wenn Sie etwas Handfestes haben. Na gut. Sie können vorerst gehen. Wie kann ich Sie am besten erreichen? Ich gebe Ihnen meine Visitenkarte. Und Sie können mich natürlich selbstverständlich anrufen, wenn Sie mal einen Anwalt brauchen. Das mache ich gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Wie geht's jetzt weiter? Ich werde mich mal im Supermarkt umhören und mit dem Chef Ihrer Freundin reden. Und später komme ich dann bei Ihnen zu Hause vorbei, okay? Okay. Als Simone Dahlmann nach ihrem Gespräch mit dem Supermarktleiter noch einmal bei ihrem Mandanten vorbeischaut, ist ihre Geduld längst überstrapaziert. Hallo, Frau Sommers. Bitte, setzen Sie sich. Danke, ich stehe lieber. So, Herr Ballhaus, Frau Sommers, ich habe mit Herrn Wachter gesprochen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass Sie mir jetzt endlich mal die Wahrheit sagen. Ja, das haben wir doch. Oder, Ronny? Eben nicht. Herr Wachter hat mir eine Kopie des Drehbuchs überlassen. Und ich habe mir die Aufzeichnung aus der Überwachungskamera angesehen. Ja, und? Also eins ist klar. Die Räuber kannten das Drehbuch. Sie wussten, dass der Überfall heute stattfinden würde. Und sie haben exakt die Kleidung getragen, die im Drehbuch geschrieben war. Lass mal, ich mach schon. Herr Ballhaus, der Kommissar wird Ihnen dieselben Fragen stellen. Und da wäre es ganz gut, wenn wir schon mal ein paar Antworten parat hätten. Waren die Brenners in der letzten Zeit hier bei Ihnen zu Hause und könnten Sie dabei das Drehbuch entdeckt haben? Nee. Ronny, kommst du mal? Moment. Oh, hallo, Herr Küpper. Dass ich Sie so schnell wiedersehe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich nehme mal nicht an, dass Sie meinen juristischen Rat brauchen. Ich schätze, den benötigt diesmal Herr Ballhaus. Wir haben die DNA-Spuren von Uwe und Tatjana Brenner in dem Fahrzeug Ihres Mandanten gefunden. Haben Sie dazu eine Erklärung? Ja, klar. Ich war früher andauernd mit denen irgendwie unterwegs, ein Bierchen trinken oder so. Haben Sie nicht letztens gesagt, Sie hätten die beiden eine Ewigkeit nicht gesehen? Keine Ahnung, vielleicht waren das doch die, die mein Auto geklaut haben. Was weißt du nicht? Oder vielleicht haben sie doch mit den beiden das Ding durchgezogen. Das glauben Sie nur, weil Sie eine DNA-Spur im Fahrzeug meines Mandanten gefunden haben? Also ich gehe doch mal davon aus, dass Sie mehr haben, was gegen ihn spricht. Oh ja, das habe ich, Frau Dahlmann. Die ballistische Untersuchung der Kugel, die Ihr Mandanten getroffen hat, hat ergeben, dass sie aus der gleichen Waffe gefeuert worden ist,
die auch benutzt worden ist bei dem Schusswechsel mit meinem Kollegen im Tenninger Forst. Das beweist doch nur, dass derjenige, der das Fahrzeug meines Mandanten gestohlen hat, auch für den Überfall und die Schießerei mit ihren Kollegen verantwortlich ist. Und als kluge Anwältin haben Sie natürlich vielleicht eine Idee, wer das sein könnte. Hab ich. Für mich kommen da nur die Brenners in Betracht. Haben Sie eigentlich inzwischen mal die Fahrtstrecke von hier bis zum Tatort überprüft? Ja, habe ich. Für die kürzeste Strecke benötigt man 24 Minuten. Na also. Dann ist doch Herr Ballhaus durch mein Alibi entlastet. Also wenn Sie sonst keine Fragen haben. Na gut. Dann gehe ich erstmal. Ich werde mich jetzt erstmal mit Ihren Freunden noch mal unterhalten und schauen, ob der Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung schon da ist. Und dann sehen wir uns ganz sicher wieder. So, Herr Ballhaus, und jetzt mal Klartext. Dass die DNA der Brenners in Ihrem Fahrzeug gefunden wurde, das ist doch kein Zufall. Und dass ausgerechnet zeitgleich der Supermarkt überfallen wird, in dem Ihre Freundin arbeitet und in dem ein Filmdreh stattfindet, doch wohl auch nicht. Blablabla. War's das jetzt? Nein, das war es nicht. Wenn Sie Ihr Leben zerstören, dann ist das eine Sache. Aber im Moment ruinieren Sie auch das Leben von Ihrer Freundin und Kevin. Also, entweder Sie reden jetzt oder ich lege mein Mandat nieder. Gut, wie Sie wollen. Ich finde alleine raus. Danke. Simone Dahlmann kann Ronny nicht weiterhelfen, solange er ihr gegenüber nicht mit offenen Karten spielt. Die Anwältin ist gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als plötzlich ihr Handy klingelt. Es ist ihr Mandant. Dahlmann? Hallo, Frau Dahlmann. Ich bin's, Ronny. Ronny Ballhaus. Ja? Ich wollte mich entschuldigen. Soeben, das war blöd von mir. Da will ich Ihnen nicht widersprechen. Haben Sie mir denn sonst noch was zu sagen? Ja, ich würde Sie fragen, ob Sie mir weiterhelfen können und mich weiter vertreten. Das kann ich nur, wenn Sie mir die Wahrheit sagen. Ja, ich glaube, dass Uwe und Tatjana irgendwie doch in dem Raubüberfall drinstecken. Die waren vor ein paar Tagen bei mir und wollten mich für so ein krummes Ding überreden. Ich habe dann abgesagt. Zu dem Überfall auf den Supermarkt? Nee, es war eine ganz andere Sache. Ja, aber ich habe ja Mareike versprochen, dass ich sowas nicht mehr mache, dass ich da raus bin und habe dann abgelehnt. Aber bei diesem Besuch könnten die zwei doch das Drehbuch gestohlen haben und auf die Idee zu dem Überfall während des Drehs gekommen sein. Ja, nehme ich mal an. Aber das erklärt noch nicht, wieso die beiden im Krankenhaus bei Ihnen aufkreuzen. Ja, wer weiß, vielleicht. Nach der Schießerei haben die gedacht, ich habe die verpfiffen oder so. Gut möglich. Dann werde ich jetzt mal Kommissar Küpper anrufen und ihm die Neuigkeiten berichten. Ich melde mich dann später wieder bei Ihnen. Wiederhören. Dankeschön. So, Frau Brenner. Haben Sie mir inzwischen was zu sagen? Nein. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, weil ich unschuldig bin. Weil es nichts zu sagen gibt. Doch, da gibt es jetzt inzwischen was. Und was bitte? DNA-Spuren. Im Fluchtwagen. In Ronnys Wagen. Und was habe ich damit zu tun? Nur, dass es Ihre DNA-Spuren sind, die wir sichergestellt haben. Was? Rede ich Chinesisch? Sie haben mich ganz gut verstanden. Wie sind Ihre DNA-Spuren in das Fahrzeug von Ronny Ballhaus gekommen? Die DNA-Spuren können sonst wie in Ronnys Wagen gekommen sein. Wir kennen uns ja von früher. Und nicht nur von früher. Wie meinen Sie das? So wie ich es sage. Sie waren doch erst heute Morgen bei Ronny Ballhaus. Wer erzählt denn so einen Mist? Ronny. Ich habe mich gerade mit Herrn Ballhaus und seiner Anwältin unterhalten. Ronny hat geplaudert. Wie, Ronny hat geplaudert? Wir wissen, dass Sie die Idee zu diesem Überfall hatten und dass Sie das Drehbuch gestohlen haben. Das hat Ronny Ihnen wirklich so gesagt. Es war genau andersrum. Ronny ist mit dem Drehbuch und der Idee vom Überfall zu uns gekommen. Und so ehrlich wie Sie sind, haben Sie natürlich abgelehnt. Naja. Am Anfang fanden wir die Idee ja richtig cool. Aber weil Mareike ja auch in dem Supermarkt arbeitet, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auf ihn und somit auch auf uns kommt. Und dann sind Sie ausgestiegen. Die Sache war uns zu heiß. Ronny muss das Ding mit jemand anders durchgezogen haben. Der Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung wird uns sicher helfen, die Wahrheit zu finden. Und wenn es so ist, wie Sie sagen, dann werden wir da nichts finden. Und dann können Sie gehen.
Als Kriminalhauptkommissar Charlie Köpper am frühen Abend mit Kollegen der Schutzpolizei die Wohnung von Tatjana und Uwe Brenner durchsucht, liegt jemand auf der Lauer. Sieht nicht so aus, als wenn hier was zu finden wäre. Das Geld aus dem Überfall muss hier irgendwo sein, nicht locker lassen. Bevor wir nichts finden, ist nichts mit Feierabend, okay? Schau mal hier. Hast du was? Das ist der Koffer, den die Räuber bei ihrer Flucht dabei hatten. Ganz sicher. Sesam, öffne dich. Lea. Entweder die Brenners haben die Kohle irgendwo anders versteckt oder die sagen wirklich die Wahrheit. Vielleicht hat sich der Ronny das Geld schon geschnappt. Auf jeden Fall muss ich die Brenners morgen gehen lassen, wenn wir keine weiteren Beweise finden. Und das gefällt mir gar nicht. Nachdem bei den Brenners keine belastenden Beweismittel gefunden wurden, bleibt Charlie Köpper am nächsten Morgen keine Wahl. Sie können dann vorerst gehen. Dann glauben Sie uns endlich, dass wir unschuldig sind und mit dem Überfall auf den Supermarkt nichts zu tun haben? Das habe ich nicht gesagt. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir kommen hier raus. Ja, sehe ich auch so. Tja, dann wollen wir Sie nicht länger von der Arbeit abhalten, Herr Kommissar. Vielleicht fangen Sie die Räuber ja doch noch. Keine Sorge, die finden wir. Na dann, viel Glück. Auf Wiedersehen, Herr Köpper. Davon gehe ich auch aus. Herr Brenner, Frau Brenner. Der lässt uns einfach gehen. Kapierst du das? Entweder das ist ein Trick. Was denn für ein Trick? Oder der Typ hat echt keinen Schimmer. Die Bullen sind heutzutage auch nicht mehr das, was sie immer waren. Oder der Typ ist einfach nur verdammt clever. Los, komm, ich muss nach Hause. Ich muss wissen, was da los ist. Aber wir sollten vorsichtig sein. Zu Hause wartet auf das kriminelle Geschwisterpaar dann allerdings eine unschöne Überraschung. Langsam kapiere ich, was für ein Film da gespielt wird. Wenn der Bulle uns gehen lässt, haben die das Geld nicht gefunden. So dämlich können die doch gar nicht sein. Warte ich schon mal nach. Aber zählen tun wir zusammen. Ja, wart's ab. Oh, der Koffer ist leer. Also doch eine Falle? Nee, das glaube ich nicht. Was dann? Keine Ahnung. Aber wenn sie die Kohle gefunden hätten, hätten sie uns jedenfalls nicht laufen lassen. Dann muss jemand das Geld geklaut haben, bevor die Bullen hier waren. Aber wer? Ja, wer wohl? Wer außer uns wusste von dem Plan? Nur der Ronny. Ja, eben. Der hat sich die Kohle geschnappt. Dieses Schwein. Los, komm, den schnappen wir uns jetzt. Dem verpassen wir eine Kugel. Ah, blöd nur, dass wir die Pistole schon aus dem Auto entsorgt haben. Haben wir nicht. Was? Wieso nicht? Hab ich nur versteckt. Genau für solche Fälle wie jetzt. Man weiß ja nie. Ah, ich wusste schon immer. Mein Schwesterherz denkt immer einen Schritt voraus. Los, komm. Auf geht's. Den schnappen wir uns jetzt, bevor der sich nur unsere Kohle aus dem Staub macht. Jawohl. Tja, nachdem wir während unseres letzten Drehs tatsächlich überfallen wurden, drehen wir die ganze Szene noch einmal. Ach, und hier kommt auch schon unsere Regisseurin, die Frau Radke. Wir machen hier gerade ein Making-of. Denken Sie an den Drehbeginn in 5 Minuten, Herr Wachter? Keine Sorge, das habe ich auf dem Bildschirm. Sehr schön. Das passt alles. Also dann, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Tja, unsere Regisseurin. Und wir gehen jetzt in mein Büro, weil dort ziehe ich mich nämlich um. Dann dürfen Sie jetzt in das Allerheiligste kommen, nämlich in mein Büro. Sie dürfen mir ruhig folgen. Nur vorsichtig, hier sind ein paar Stufen, nicht, dass Sie stolpern. Und hier ist auch schon mein Büro. Was ist das denn? Ey, das ist das Geld. Ey, das ist das Geld von dem Raubüberfall. Das erkenne ich. Das ist meine Banderole. Ey, ich fasse es nicht.
Stefan Wachter, guten Tag. Könnte ich bitte den Herrn Küpper sprechen? Ja, vielen Dank, ich warte. Herr Küpper? Stefan Wachter hier vom Supermarkt. Grüß Sie. Sie glauben jetzt nicht, was gerade geschehen ist. Ich bin in meinem Büro und da ist das Geld von dem Raubüberfall aufgetaucht. Der Kommissar hat sich nach dem Anruf des Marktleiters direkt auf den Weg gemacht. Er ist irritiert. Kommen Sie bitte, Herr Küpper. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja, ist ja selbstverständlich. Da ist das Geld. Unglaublich. Sie sind sicher, dass das Geld aus dem Überfall ist? Von der Summe her stimmt's. Und schauen Sie, das ist genau meine Banderole. Und komplett. So was Verrücktes habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt. Haben Sie hier Kameras? Ja, selbstverständlich. Dort habe ich sie anbringen lassen. Und ich habe es auch schon vorbereitet. Das können wir uns gleich anschauen. Ja, bitte, zeigen Sie mal. Einen Moment. Und so. Dauert jetzt ein paar Sekunden. So, einen Moment. Ja, genau, hier, jetzt geht die Tür auf. Schütte das Geld aus. Und das ist genau dieses Geld hier, was mir entwendet wurde. Na los, komm, dreh dich einmal um. Na, da hat wohl jemand wirklich jetzt schlechtes Gewissen bekommen. Schade nur, dass wir nicht sehen können, wer. Die Brenners können es nicht gewesen sein. Die waren nämlich gestern um 19.55 Uhr noch auf dem Revier. Ja, wollen Sie mir jetzt damit sagen, dass Sie komplett wieder am Anfang Ihrer Ermittlungen stehen? Ganz im Gegenteil. Für mich steht fest, dass der Typ auf dem Video Ronny Ballhaus ist. Der dachte sich, wenn er das Geld zurückbringt, stelle ich die Ermittlungen ein. Ja, ich bin wenigstens froh, dass das ganze Geld wieder da ist. Ich will kurz jemanden anrufen. Dahlmann? Frau Dahlmann, Charlie Küpper hier. Frau Dahlmann, haben Sie Ihrem Mandanten geraten, das Geld zurückzubringen? Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das Geld aus dem Überfall ist gestern Abend wieder im Supermarkt aufgetaucht. Das ist zwar eine nette Geste, aber ich werde meine Ermittlungen deswegen noch lange nicht einstellen. Was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Ich will Ihnen damit sagen, dass es die Brenners nicht gewesen sein können. Und wenn ich festgestellt habe, dass Herr Ronny Ballhaus das gewesen ist, dann wandert er für ein paar Jahre hinter Gittern. Dann würde ich vorschlagen, wir sprechen uns, wenn Sie neue Indizien haben, die gegen Herrn Ballhaus sprechen. Gibt es eigentlich neue Ergebnisse der Spurensicherung? Ich habe im Moment zwar andere Sorgen, Frau Dahlmann, aber schön. Auf den Klamotten und auf den Händen von Ihrem Mandanten haben wir keine Schmauspuren festgestellt. Und vom Winkel des Einschusses her müsste derjenige, der auf Herrn Ballhaus gezielt hat, in der Hocke gewesen sein. Sagten Sie, der Täter war in der Hocke? Ja, wieso? Nur aus Interesse. Herr Küpper, ich habe noch einen wichtigen Termin. Wenn Sie mich bitte entschuldigen? Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Küpper. Simone Dahlmann fährt zu ihrem Mandanten. Die Rechtsanwältin hat eins und eins zusammengezählt und glaubt der Wahrheit auf der Spur zu sein. Hallo, Frau Sommers. Oh, hallo. Lassen Sie uns doch setzen. Gern. Geht's? Mhm. Ein Unbekannter hat gestern das Geld vom Überfall zurückgebracht. Was? Aber damit habe ich nichts zu tun, weil ich war locker bis 22 Uhr in meiner Lieblingsstammkneipe. Und das weiß auch Mareike, weil es war schließlich ihre Idee, dass ich da hingehe, mich ein bisschen entspanne. Sie schicken Ihren Freund mit so einer Wunde in die Kneipe und nicht ins Bett? Ja, ich dachte halt, dass er nach dem ganzen Stress ein bisschen unter Leute musste. Oder meinten Sie, er sollte in der Kneipe sein, damit Sie ein Alibi haben und Sie gleichzeitig unbemerkt die Wohnung verlassen können? Hast du Uwe und Tatjana das Geld geklaut und es dem Wachter zurückgebracht? Ich war mir halt nicht ganz sicher, ob du nicht doch in der Sache mit drin steckst. Und als Sie von der Hausdurchsuchung bei den Brenners gehört haben, da mussten Sie handeln. Ich sag mal so, ich wusste von früher, wo Tatjana und Uwe wohnen. Und ja, ich hätte losgehen können, mir das Geld schnappen und es Herrn Wachter zurückbringen können. Und das hast du für mich getan? Wenn ich es getan hätte, dann weil ich dich liebe, du Dummkopf. Und die Polizei wird doch jetzt bestimmt Ruhe geben, oder? Die Polizei wird an der Sache dranbleiben. Aber immerhin können sie Ihnen jetzt nichts mehr nachweisen.
Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Uwe und Tatjana Brenner sind seit heute Morgen auf freiem Fuß. Sie machen auf jeden Fall Ärger. Wenn Sie mir von vornherein die Wahrheit gesagt hätten, dann hätten wir diesen Stress jetzt nicht. Aber ich habe Ihnen doch die Wahrheit gesagt. Haben Sie nicht. Sie haben gesagt, der Größere von beiden hätte auf Sie geschossen. Das ballistische Gutachten hat aber ergeben, dass der Täter in der Hocke gewesen sein muss. Oder es muss ein sehr kleiner Schütze gewesen sein. Was sollen Sie denn jetzt damit andeuten? Dass weder die Brenners auf Sie geschossen haben, noch zwei vermummte Unbekannte. Sondern? Als ich heute Morgen zu Ihnen kam, da haben Sie mit Kevin, Indianer und Cowboy gespielt. Ich glaube, Kevin hat auf Sie geschossen. Ronny, was ist hier los? Sag nicht, dass du Kevin eine echte Pistole zum Spielen gibst. Ronny, jetzt bleib doch mal hier! Jetzt sag mir endlich, was passiert ist. Oder es ist ein für alle Mal aus zwischen uns. Ja, okay. Frau Dahlmann hat recht. Ich habe mir eine Waffe organisiert, um zusammen mit Uwe und Tatjana während dem Drehs den Supermarkt auszuräumen. Sag, dass das nicht wahr ist. Doch. Ich habe dein Drehbuch kopiert und zusammen mit den beiden das ganze Ding geplant. Aber ich habe dann so ein schlechtes Gewissen dir gegenüber gekriegt, dass ich dann ausgestiegen bin. Aber wie ist Kevin an die Pistole gekommen? Na, der hat die gefunden, bevor ich sie verschwinden lassen konnte. Der hat gedacht, das ist eine Spielzeugpistole. Zum letzten Mal, ich bin da raus. Die Sache ist geplatzt. Tschüss. Kevin, Kevin nicht! Das ist... Hab ich dir wehgetan? Nein, 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 nein. Wir spielen nur. Du wirst mal ein ganz, 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 ganz toller Polizist. Aber jetzt gibst du mir bitte die Pistole. Na gut. Und wir spielen nachher weiter, okay? Ja. Gehst du in dein Zimmer, bitte? Mhm. Ich habe die Waffe dann auch direkt in meinem Wagen verschwinden lassen, damit Kevin dann nicht mehr rankommt. Und sie dann gleich angerufen. Aber was ich nicht verstehe, wieso haben die Brenners ihr Auto benutzt? Na, Tatjana sollte nach dem Überfall fahren. Deswegen hatte sie einen Zweitschlüssel. Ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass die zwei das auch ohne mich durchziehen. Die haben gesagt, das funktioniert nicht ohne mich. Ich gehe schon. Ja. Deswegen hat sie den Schlüssel gehabt. Umdrehen. Aus. Rein da. Au. Ja, ja. Wo ist die Kohle, du Arsch? Uwe, lass uns sofort mal Reike los. Ich hab das Geld nicht. Lassen Sie das, Herr Ballas. Das Geld ist nicht hier. Ein Unbekannter hat es zurück in den Supermarkt gebracht. Verarschen Sie mich nicht, Rechtsfuzzi. Mach ich nicht. Und wenn Sie einen Moment darüber nachdenken würden, dann sollten Sie froh sein. Denn nur deshalb hat die Polizei Sie gehen lassen. Am Montag wird man das Geld im Supermarkt finden und die Polizei wird nicht weiter ermitteln. Dann sind Sie doch fein raus. Aber... Haben Sie nicht gesagt, dass die Polizei trotzdem weiter ermitteln wird? Da habe ich gelogen. Aber so dämlich, wie die Brenners sind, werden die jetzt sofort in den Supermarkt marschieren. Und da wird die Polizei dann schon auf sie warten. Simone Dahlmann hat direkt Kriminalhauptkommissar Charlie Küpper verständigt. Kurz darauf tappen Tatjana und Uwe Brenner in die Falle. Hände hoch, das ist ein Überfall! Her mit der Kohle! Polizei! Waffe weg und runter! 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 Waffe weg! Waffe weg! Komm her. Aha. Endstation. Das Knastcasting ist beendet. Ihr seid im Finale. Was soll denn das? Was das soll, das sage ich Ihnen. So wie ich das sehe, kommt zu der Anzeige wegen räuberischer Erpressung jetzt auch noch versuchter schwerer Raub hinzu. Abführen. Ja, danke. Wiederhören. Das war Herr Küpper. Wir sind beide froh, dass die Brenners überführt werden konnten. Sie erwartet wegen schwerer räuberischer Erpressung, versuchtem Raub und Nötigung eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Und ich bin froh, dass Herr Ballaus mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Er hat seinen Fehler eingesehen. Und er hat mir und vor allen Dingen seiner Freundin versprochen, in Zukunft keine dummen Dinger mehr zu drehen. Jetzt können beide ein normales Leben führen.